Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von der Legacy Challenge mit Sims 4 und Familie Traumtänzer und im Bild unsere liebe Alina, die Mutter der vierten Generation mit in ihrer Arbeitsklamotten noch hier. Sie ist gerade noch am Essen. Und ja, ihr geht's soweit, glaube ich, ganz gut. Ja, wir müssen noch mit ihr ein bisschen Logikfähigkeit erreichen und eigentlich schon wieder romantische Interaktion. Wie soll ich das denn mit einer Witwe machen? Manu. Okay, ich schicke sie einfach erst einmal spielen, also Schach spielen. Dann kann sie zumindest mal die Logik erhöhen. Und unser lieber Tassilo, was machst du gerade? Bist du fertig mit deinem Buch schreiben? Nö. Buchschreiben nicht begonnen. Okay, ich dachte, ich hätte dich... Ach nee, guck mal, weiterschreiben, kein Weg zurück. Hier, geh mal schreiben. Du hattest doch ein ja genau, ein romantisches Spiel, Quatsch, Buch, hattest du doch eigentlich geschrieben gehabt. So, und unsere liebe Tamara, die macht noch Hausaufgaben hier oben. Genau, ihr habe ich ihr da noch schon ein bisschen was gegeben, was sie so machen kann. Theo schläft noch. Unser neues Baby, Toni. Toni, ein Mädchen. Toni, von Antonia eigentlich. Die schläft auch noch und Alexa schläft auch noch aus. Also, alles gut. Oh, Alina. Okay, komm, steh mal auf, Alina. Ich räume dann hier mal weg. Yeah. Und ja, ihr geht es ganz gut. Sie ist energiegeladen und sie geht auch mal hier in unser Büro. Ja, da ist jetzt Mama und Sohnemann quasi hier im Büro und ja, denen geht's soweit ganz gut. So, ich spule jetzt einfach mal ein bisschen vor. So, sie wird langsam konzentriert. Sie braucht ihr Level 8 und das wird noch ein bisschen brauchen, noch ein bisschen Zeit brauchen. Ich muss mit ihr auch noch irgendwie 20 Freundschaften hinkriegen. Ich habe keine Ahnung wie. Oh, wer ist denn das? Oh, stopp! Das ist doch ihr Mann. Hallo, Dom. So, ich schmeichel mal mit dir und weil mit dir kann ich doch mal hier romantisch flirten und knuddeln und so. Warte mal, jetzt müssen wir mal gerade aufhören mit Spielen. Was ist denn hier? Bist du das, der da so tropft, mein Lieber? Komm schon, hör auf, bevor er wieder geht, Alina. So. Nicht begonnen. Jetzt müssen wir aber doch, denke ich mal... Oh, hallo, mein Schatz. Nee, nicht aufwischen. Das will ich nicht aufwischen. Nein. Warum funktioniert das nicht? Gestehen, sich angezogen zu fühlen. Komplimente über Aussehen. Das siehst du aber als Geist gut aus. Beruhigender Handschlag. Den will ich sehen. Warum ist er beschämt? Wir waren mal verheiratet, mein Junge. Schnelle Wiedergutmachung habe ich hier gerade noch gesehen. Warte mal. Hier, schnelle Wiedergutmachung. Was war denn das? Okay. Ich glaube, wir machen uns gerade irgendwie unbeliebt bei ihm. Shit. Aber ich flirte jetzt noch mal ein bisschen, weil immerhin aber 50% erledigt. So, was können wir denn noch küssen? Will er mich küssen? Ja. Na also, geht doch. Dann probiere ich mal gerade eine Aktion aus, ob das, weiß nicht, ob nicht, ob es funktioniert. Nee, bestäuben, Nickerchen machen. Ich hätte sonst ein bisschen getächtelt im Busch. Jetzt kriege ich hier irgendwie... Was? Irgendwie beleidigen sie sich gegenseitig gerade. Na, das wird ja toll. Hier, Mann, ihr seid doch mal verheiratet gewesen. Nach Jenseitsfragen. Jetzt ist er wieder beschämt. Fitnesstechniken reden. Okay. Wie weit bin ich denn mit abgeschlossen? Okay, dann brauche ich jetzt gerade einfach nur mal kennenlernen. Über Probleme beschweren. Den Tag verschönern. Oder die Nacht. So. Was ist los? Du bist müde, eklige Umgebung und unbehagliche Begegnung. Ja, weil ich weiß auch nicht, was er mir hier so verschüttet hat. Mein, so, Tassilo ist ins Bett, Tamara ist auch schon im Bett und Toni, die ist irgendwie gerade wach und, ja, schreit. Ja, klar.
Ja, schmutzige Windeln wechseln, mit Flasche füttern und dann nochmal einfach nur mal quatschen, reden. Das darfst du dann gleich gerade nochmal machen. So, schön, Tom, dass du mal hier warst. Du kannst dich anscheinend kaum an mich erinnern. Das finde ich ja echt doof. Romantisches Interesse verschiedener Ehegatte? Ach so, verschiedene. Oh, verschieden. Ja, klar, okay. Shit. Liebespärchen und Turteltauben. Er ist selbstsicher, gig und böse. Ach so, er war ja böse. Das stimmt. Warum ist als Karriere arbeitslos da? Zuletzt hatte er eine. Naja, gut. Ach ja, Tristan ist ja zum festen Freund geworden. Ups. Naja. So. Geht es der kleinen Toni schon gut? Ja, ich glaube, Toni geht's gut. Gut, dann, warte mal. Dann machen wir doch mal aufwischen. Und das kannst du noch aufräumen. Und dann vielleicht mal ins Bett gehen. So. Und dann gucke ich mal, wie es den anderen mittlerweile geht. Ich glaube... Oh ja, Theo! Theo, du kannst aufstehen. Musst du noch Zusatzhausaufgaben machen? Oh, du musst überhaupt Hausaufgaben machen, mein Junge. Na gut. Und Emotionstränke noch machen und Mentalfähigkeit erwerben. Wo willst du denn hin? Ach, wo gehst du denn wieder hin, um Hausaufgaben zu machen? Du hast doch ein eigenes. Was ist denn das? Sie geht bei ihm Hausaufgaben machen. Er bei ihr. Gefällt dir das? Der besser als dein eigener? Es sind halt Zwillinge, ja? Vielleicht hätte ich denen doch ein Zimmer zusammengeben sollen. Wäre ja auch eine Möglichkeit. So, Alina. Die ist noch am Aufräumen. Und Alexa, glaube ich, die wird jetzt bald auch aufstehen. Und ich gucke mal kurz im Kühlschrank nach, ob wir eigentlich was zu essen brauchen. Bim, bim, bim. Wir haben sehr viel Kuchen natürlich hier drin. Und 7, 1 und 2. Ja, doch, komm, das kannst du essen. Alina hat es bald hinter sich. Macht das Beste aus den letzten Tagen. Oh. ja, okay, ein bisschen hat sie doch noch. 102. Genau, so. Theo ist mit den Hausaufgaben fertig. Alexa kommt hier mit Sexy Dessous hier an. Eigentlich müsste man bei diesem Outfit, müsste ich eigentlich Strümpfe anziehen, fällt mir gerade so ein. Ah, die hängen nämlich eigentlich am Fleisch, gerade so, keine Ahnung. Wo gehst du denn hin zum Essen? Alexa, warum gehst du nach oben zum Essen? Okay, wahrscheinlich wollte sie ein bisschen Gesellschaft haben. Aber Theo geht jetzt auch aus dem Haus. Ich meine, aus dem Zimmer. Ja, Theo geht jetzt auch was essen. Ach so, weil hier oben bei Tamara steht ein hübsches Sofa. Ich habe ja ihr noch ein Sofa reingestellt. Okay. Bäh. Wer ist das? Lena, oder? Nee, Tabea. Okay. So, Theo, Baby. Du... willst auch noch was essen? Na dann, los. Brauche ich dir gar nichts sagen, oder? So. Da ich ja so wunderbar viel Kohle jetzt im Grunde gekriegt habe, würde ich gerade noch mal etwas tun. Nämlich, so, ich brauche diese Hecke. Hecke. Und dann würde ich nämlich mal unser Grundstück... So, ein bisschen hier... Oh, das wollte ich jetzt so nicht. auch ein bisschen hier noch einzäunen. Und ab und zu mal so ein Teil dazwischen drin, oder? Also in Sims 2 war das ja mit dieser Hecke so, dass man die dann immer noch beschneiden musste und so. Also schneiden musste. Ach, habe ich da die Lücke gelassen. Und das fand ich dann eben natürlich total doof. Also sie sah wunderschön aus zuerst und dann, ja, eben nicht mehr. Das wäre hier, ist ganz cool, wenn man das irgendwie ganz viel schneller machen könnte. So, wie viel darf ich jetzt ausgeben? Wie viel nehme ich mir vor? Ja, mehr als 80. Also, dass wir 80.000 noch haben...
oder? Bei eigentlich 10.000 brauchen wir, glaube ich, für die Rechnung mindestens momentan. Oh, da müssen wir ja unsere... Ich glaube, ich mache das, wenn ihr nicht mit dabei seid, oder? Das ist ja wahrscheinlich für euch gar nicht mal so interessant. Die macht nur eine Decke, nur eine blöde Hecke hier rein. Okay. Okay, überredet. So, ja, dann schauen wir doch mal. Wie geht's denn weiter? Wie viel Uhr haben wir denn überhaupt? Ach Gott, 5 Uhr morgens. Die Kuh, die hat Hunger. Dann würde ich mal sagen, dass Alexa denn noch die Kuh füttern darf. Und hier blinkt schon wieder einiges. Mann. Ich muss noch ein Gemälde machen und ein Kind soll heiraten. Oh. Wisst ihr was? Ich gebe ihr ein neues Bestreben, bis das erste Kind heiratet, ist doch noch lange hin, ey. Komm. Was ist eine erfolgreiche Abstammung? Einem Kind dreimal bei Hausaufgaben helfen. Ein Kind eine einzelne Oberschule bekommen. Ein Kind eine beliebige Fähigkeit maximieren lassen. Und dein Kind dreimal unterrichten, ein Kind ein Bestreben abschließen lassen, ein Kind oder Enkelkind die Spitze einer Karriere erreichen lassen. Ja. Ich nehme mal das. Ich probiere es einfach mal aus. Ja, also ich muss auf jeden Fall einem Kind... Muss ich das dem gleichen Kind? Nö, ne? Ja, okay. Eine 1 in der Oberschule. Gut, da müssen die natürlich noch ein bisschen älter werden. Und ein Kind eine beliebige Fähigkeit maximieren lassen. Okay. Lass eines deiner Kinder eine der Kinderfähigkeiten maximieren. Ist dein Kind bereits erwachsen geworden, kannst du auch eine Erwachsenenfähigkeit. Okay. Jo, das, schauen wir mal, inwiefern das alles so funktioniert. So, du kannst nur alles wieder ernten und halt, Moment, da war ich schon richtig. Hat sie Geburtstag? 3 davon. Irgendwie habe ich das nicht mitbekommen. Ach du Schande, unsere Alexa wird erwachsen. Da. Brauchen wir jetzt eine Geburtstagsparty? Muss ich unbedingt eine Geburtstagsparty haben? Du musst heute arbeiten. Ich weiß, du hast zwar 5 Tage noch Urlaub, aber wir wollen doch mal, dass du mal hier ein bisschen was ordentlich hinbekommst, oder? Übrigens, das können wir... Ach nee, das ist deins. Ich dachte schon noch, das war noch von Tessa übrig. Okay, so, ich guck mal, was machten ihr anderen alle mittlerweile? Oh, Tassilo, deine soziale Fähigkeit ist, dein Soziales ist nach unten gerutscht, mein lieber Mann. So, Bücher schreiben. Okay, dann gehen wir mit ihm erst einmal. Das, was er geschrieben hat, kein Weg zurück. Ach, das war der Krimi, der letzte. Und dann kannst du nochmal eins anfangen. Schreiben. Ein romantisches Buch. Die sind immer ganz gut, glaube ich, nämlich. So, Alexa. Hier. Ja. Die Kids müssen in einer Stunde zur Schule. Dann gucke ich doch mal nach euch, wie es euch so geht. Okay, Theo, der erleichtert seine Blase gerade. Und dann würde ich ihm danach mal sagen, so, du kannst die Hände waschen und die Zähne putzen. Tamara müsste noch was essen. Okay, warte mal. Den Rest kriegst du... Airbags für dein Herz. Ja, schreib das. Airbags für dein Herz. Was sind das für Titel, um Himmels Willen? Hallo. So, dann isst du mal was, Tamara. So, Alina, wie geht's dir mittlerweile? Oh, du musst noch ein bisschen schlafen. So, ach, nein, du musst nicht trauern, echt nicht. 1, 2, 3 Pflanzenproben und dann ein impressionistisches Gemälde mal malen. So, was sie nicht alles wollen, oder? Das ist schon echt manchmal heftigst viel. Vor allen Dingen, umso mehr man hat. Aber gut, jetzt spiele ich mit 6. Also gut, das Kind, das Baby, die Toni ist ja noch klein. Ja, so. Was macht Theo jetzt gerade? Okay. Theo, was machst du denn? Der hat dir gerade
ja jemanden beobachtet. Alexa. Das ist wieder mal Schwärmerei in Blau. Die können wir verkaufen. Und Magelhaft, das können wir auch verkaufen. Wer hätte das gedacht? So, Kochbananen, die verkaufen wir auch schon mal. Das ist... Ach, das sind übrigens Bonsai-Knospen. Warte, stimmt. Ich hatte doch da irgendwelche Sachen, die ich gefunden habe, die so unheimlich selten oder noch nicht, die ich noch nicht hatte. Warte mal. Bonsai-Knospen. So. Achso, ich habe eigentlich gesagt, sie soll... Shit. Wenn du fertig bist, Tassilo, kommst du mal raus und pflanzt diese Bonsai-Knospen. Und du hattest, glaube ich, doch auch... Nee, eine unbestimmte Frucht. Kann ich die auch pflanzen? Ich gucke mal. Warte mal. Hä? So. Nö. Okay. Ach, das wollen wir mit dir ja immer noch irgendwie hinkriegen. Giftiger Holunder. Nee, den will ich auch gar nicht. Okay. War das jetzt... War das bei euch? Was habe ich denn hier? Guck mal, Kochbananen. Warum auch immer die hier 49 sind. Gerade bei Alexa waren sie nur 12 wert. Das ist schon irgendwie komisch. So, die Kids gehen in die Schule. Oh, und auch unsere Alexa muss doch um 9 Uhr auf die Arbeit, auch wenn sie jetzt ihre Aufgabe nur zu 25% erledigt hat, schicke ich sie mal fort. Und wie weit bist du? Oh, ein bisschen noch. So, und du auch noch ein bisschen. Oh, yay! Oh, yay! Wir haben ein abgeschlossenes Bestreben. Es begann mit einem künstlerischen Funken und endete mit der vollständigen Perfektion der geschriebenen Sprache. Tassilo hat gerade seinen Traum erfüllt, ein erfolgreicher Autor zu werden. Verdientes Merkmal, poetisch. Tassilo kann Geschichten schreiben, die einen Sim wahrhaftig zum Leben erweckt. Ja, cool. Also wir haben... Und ein sprichwörtliches Genie, lass einen Sim den höchsten Level in der Schreibfähigkeit erreichen. Das auch noch. Und ja, Errungenschaft. Wir haben noch ein Buch geschrieben. Genau, so. Wartet mal. Bevor wir der Leute... nee. Achso, das habe ich vorhin schon weggegeben. Alt, Quatsch, ich bin noch hier. Achso, aber trotzdem, nee. Doch, Airbags für dein Herz. Das können wir verkaufen. Was war mein Gedanke? Ich wollte nicht irgendwas... Achso, ja, natürlich. Wir brauchen ein neues Bestreben für ihn. Yay! Oh Gott, wir brauchen echt ein neues Bestreben für dich. Aber ich will dich jetzt auch nicht zum Maler oder zum musikalischen Genie machen irgendwie. Ja, das ist ja, keine Ahnung, total doof irgendwo. Möchtest du Sport anfangen? Möchtest du ein bisschen Staatsfeind oder Meister des Unfugs? Da ist er, glaube ich, gar nicht so. Wobei er ja schon so Kreativität eigentlich schon, ne? Ah, Meisterkoch. Meistermixer. Die Bestreben hatte ich noch gar nicht. Die müsste ich dann mal demnächst angehen. Was ist denn das eigentlich? 15 Kunstwerke besitzen. Ein Haus im Wert von 100.000. Landschaftsgestaltung im Wert von... Das kriegt er wahrscheinlich noch nicht hin. Das möchte ich dann so mit der quasi dann 8. und 9. Generation, wenn die erwachsen sind, möchte ich hiermit vermögen. Das möchte ich dann unbedingt erreichen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dann 2 gleichzeitig erreichen kann oder wie auch immer. 200.000 verdient haben. Meine Güte. Wissen. Was wäre denn Wissen? 3 Bücher, Logik... Level 3 eine beliebigen Karriere. Level 2, 3 in 2 Karrieren erreichen. Okay. Nö. Das muss ich mal jemandem ganz bestimmten geben, glaube ich. Das wäre... ich weiß nicht, wäre das was für Theo? Das muss ich echt mal überlegen. Renaissance-Sim. Computer-Geek. Oh, nee.
Nerd hatten wir, glaube ich, schon. Liebe passt jetzt absolut nicht. Und auch irgendwie Natur ist jetzt gerade so gar nicht seins Beliebtheit. Oh, nö. Das braucht ein Einzelgänger ja wirklich absolut nicht. Oh Gott, muss ich ihm wirklich musikalisch was machen? Oder schwenkt er um auf, ich mag was essen oder so? Oh Mann, ich möchte ihn nicht auch noch malen lassen. Das ist doch doof, oder? Okay. Fähigkeiten Level 4. So, ich gucke mal ganz kurz. Ah, dann haben wir hier das erste schon. Oder wartet mal, wenn das doch so geht. Was ist, wenn ich das hier mache? Meilenstein erreicht. Hey. Moment. Echt jetzt? Ach Gott, guckt mal. Da, ich muss nur noch 100.000 mit ihm verdienen. Dann habe ich das herrlich reich geschafft. Krass. Was ist mit dem Herrenhausbaron? Okay. Auch das. 20 Säulen kaufen und ja, hier. Boah. Das habe ich dann. Boah. Ich bin ganz aufgeregt. Ach du Scheiße. Nee, okay. Dann mache ich erstmal das hier mit ihm. Und wir gucken mal, dass wir da wirklich herrlich reich einfach werden. Hey, cool. So, ja. Was darfst du dann weitermachen? Also ich meine, hier diese Karriere, die machen wir doch noch weiter. Wir sind jetzt bei Level 7. Okay, gut, dann Spaß und ja, was war das alles? Ich muss erstmal was essen. Da esse ich mal was. Oh, guck mal, 4173, cool. Das ist echt cool. Das sollte er doch schaffen, Mensch. So, Spaß und Soziales. Okay. Dann schreiben wir mal oder rufen wir die Betty mal an. Oh, hier haben wir unsere Haushaltshilfe. Und ich glaube, Alina? Ja, das Baby ist wach. Moment, einmal verwenden und da will ich jetzt nicht lesen gerade. Schmutzige Windeln wechseln. Wann muss Alina? Musst du zur Arbeit heute? Nee, du hast frei heute. So, okay, du hast heute frei. Dann müssen wir noch ein bisschen mit der Logik arbeiten. Und du darfst erst auch noch mal was kochen gerade. Brunch servieren. Nee, Gourmet-Menü. Was hätten wir denn da? Knoblauchnudeln. Machen wir mal wieder eine Partygröße. Knoblauchnudeln. Okay, er ist schon fertig. Wow, nur mit 53. Du warst doch kaum da. So, ja, vor lauter Quatsche gucke ich überhaupt nicht auf die Uhr. Das kommt noch auf Straße positionieren, aufgeben und einschmeißen. Wir positionieren uns, haben eine Leistungsverbesserung. Klein und 50 Simoleons. Haben wir die gekriegt anscheinend. Ja, ich sag jetzt, glaube ich, erstmal ein Tschüss und Goodbye. Oh Gott, sie ist beschämt. Langweiligste, uninteressanteste Antwort aller Zeiten. Die Arme hat es echt nicht leicht in der Schule, oder? Fleißig, komm, lern doch fleißig weiter. So, ich sage ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde wieder. Und ja, ich bin begeistert, dass unser Tassilo das schon erreicht hat mit dem herrlichen Reich. Das war so für mich auch noch ein Ziel, die beiden Reich oder Vermögensdingens hier zu schaffen. Meine Katze läuft hier gerade wieder. So, noch einmal Tschüss und Goodbye. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.